Was wir brauchen, liebe Genossinnen und Genossen, was wir brauchen, ist eine Politik für die Sicherung der Industrie in Deutschland, für gerechte Steuern, für die Arbeit der Menschen und für Zusammenhalt und Respekt der Menschen, egal welches Geschlecht sie haben oder aus welchem Land sie kommen. Dafür möchte ich mit euch gerne kämpfen. Das kommt an bei den Bremer Sozialdemokraten. Stehende Ovationen für ihren neuen Chef, Falk Wagner. Ohne Gegenkandidaten mit 94% der Stimmen gewählt. Die Gratulationen werden fast schon ein wenig zu viel. Eigentlich alles super für den 34-Jährigen, wäre der Krach in Berlin nicht auch hier in Bremen so deutlich zu hören. Ist das ein bisschen ärgerlich, dass jetzt so ein großer Tag irgendwie von diesem Ampel aus überschattet wird? Boah, ich glaube, damit muss man in der Politik immer rechnen. Die Dinge kommen, wie sie kommen. Und dann wird von den Parteien erwartet, dass sie Lösungen präsentieren. Und mein Gott, die Partei, das Regie muss sich unterordnen, ist das. Die Parteitagsregie, sie ordnet sich unter hier im vollen Bürgerhaus Fegesack. Und der Berlin-Schock bleibt heute das Thema. Die Bundestagsabgeordnete Sarah Riglewski berichtet von den vergangenen Tagen im Regierungsviertel. Ich bin immer noch so, dass ich, wenn ich irgendwie auf meine Uhr gucke, die so Gesundheitsdaten trackt, merke ich irgendwie, der Puls geht diese Woche irgendwie gar nicht mehr so richtig runter. Und wir hatten ja alle schon so diesen Spannungsaufbau letztendlich seit dem Freitag letzter Woche, als dieses Papier von Christian Lindner rauskam. Und bei mir war es so, ich habe das gelesen und dachte, das ist ein Federhandschuh, eine Scheidungserklärung. Nicht immer schaffen es so viele Bremer Sozialdemokraten zu einem Parteitag. Doch die vergangene Woche hat offenbar viele aufgerüttelt. Diese Energie werden wir brauchen, um in den nächsten Wochen und Monaten bei Hagel und Schnee, bei Eis und Wind gemeinsam rauszugehen und in den anstehenden Bundestagswahlkampf in Bremen und Bremerhaven mit voller Kraft für unsere Bremer SPD zu kämpfen. Und wir müssen jetzt die Maschinen hochfahren und diesen Wahlkampf, diese Auseinandersetzung mit ganzer Kraft führen. Und von diesem Parteitag heute muss da das klare Startsignal ausgehen. Die SPD ist bereit. Wahlkampf also. Eine eilig eingebrachte Resolution verrät, wohin die Reise gehen soll. Die Bremer SPD will einen Industriestrompreis, die Reform der Schuldenbremse und ein Bekenntnis zu Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Die Resolution wird bei nur einer Gegenstimme angenommen. Auf den neuen SPD-Chef kommt sofort ein stressiger Wahlkampf zu.